Hier geht es jetzt um Tempo. Hier geht es jetzt um Tempo. Wir müssen den Spot finden. Wir wissen, wo es ist. Aber wir müssen genau den gleichen Ort finden und schnell sein. Alright, Leute, willkommen zurück zu Fortnite, eine Runde mit Bador. Neues Format, neues Glück, neuer Spaß. Wir nennen das Ganze Fortnite-Orte erraten oder ganz kurz Forte. Wir haben einen Screenshot entdeckt, wo wir nicht wissen, wo das ist. Und wir müssen diesen Ort finden. Das ist das Spannende. Bador, was meinst du, wo das ist? Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist ja das Schöne. Ich habe auch keine Ahnung, wo das ist, aber man erkennt so ein paar Elemente. Und anhand dieser Elemente versuche ich gerade so ein bisschen zu erahnen. Aber es ist schwieriger als gedacht. Deutlich. Also es muss ein Hügel sein und es muss. Und es müssen diese Gemüsedinger sein. Ihr könnt ja miterraten, Leute. Schreibt mir jetzt in diesem Moment, wo ihr denkt, was das wäre. Ja, aber da geht kein Berg hoch. Ist es nicht, der Hügel darüber ist es auch nicht. Es muss weiter auf der rechten Seite sein, irgendwo. Ja, aber rechts gibt es doch keinen Hügel hoch, oder? Ich hätte eigentlich gesagt, der Hügel links. Ja, da warst du in der Nähe, da habe ich dir vertraut, dass du da nicht zu sehen hast. Ja. Aber wo gibt es diese Gemüsedinger, wo im Berg hochgeht? Das ist vielleicht da oben irgendwo da, so ein Mini. Nee, das ist viel zu dunkel da oben, oder? Aber ist das ein richtiger Hügel? Keine Ahnung, was das für ein Hügel ist. Das ist ja das Schöne an Forte. Wir wissen nicht, wir haben keinen Schimmer, wo das ist. Ich würde sagen, es ist nur so ein Hügelchen. Das kann ja auch da oben sein, beim Wald oder in diesem Zwischenstück. Ey, wer ist auf diese scheiß Idee gekommen? Ich, aber ich habe auch am wenigsten Lust auf die Idee. Genau deswegen ist es fest. Oh, jetzt muss ich so weit landen. Während man fliegt, ist ja noch okay, aber. Ja. Und es gewinnt derjenige, der als erster den Ort findet und genau den gleichen Ausschnitt. Naja, nicht 1:1 den gleichen, aber schon den gleichen Ausschnitt. Ja, schon so ziemlich. Beachte aber, dass das wahrscheinlich noch aus Season 2 sein kann. Da hat die Map noch ein bisschen anders ausgesehen. Also von den Farben her. Aber den Ort gibt es bestimmt noch. Ja, den Ort gibt es bestimmt noch. Aber welcher Berg geht denn hoch mit Gemüse? Ja. Es muss ja auch kein richtiger Berg sein, es kann auch so ein Mini-Berg sein. Ja, ist ja wurscht, aber da muss ja trotzdem ein Weg sein. Ich sehe ja einen Pfad, der läuft einen Pfad lang. Nach links. Oh mein Gott. Du hast recht. Okay, Bardo hat den Knowledge-Vorteil, ich habe den Lauf-Vorteil. Könnte ja noch spannend werden mit Forte. Es war nur so eine kleine Idee. Forte. Fortnite, Orte, Forte. Es war nur so eine kleine Idee, Leute, die wir mal ausprobieren wollten. Wir wollten mal schauen, hey, wie kommt das an? Sind die Leute gehypt? Fünf Folgen. Wenn es gehypt wird, könnte es ja ein interessantes Format werden. Vor allen Dingen ein hier exklusives Format, was sonst keiner hat. Oh, ich habe einen Freund, der folgt mir. Da ist der Vorteil, dass Bardo immer Gemüse abbaut und irgendwelche Zäune. Oh, das könnte ja richtig spannend werden. Ich bin so, ne? Aber der Ort ist es so nicht. Oh! Oh! Okay. Warte. Ist das Gemüse? Nee, das ist es nicht, oder? Ist es nicht? Das ist aber rechts Gemüse und da ist ein Hochgang. Oh, das muss es sein, ich hab's. 1:1, da ist er, das ist der Ort. Ich wusste ihn zuerst, aber ich bin schlecht gesprungen, das war mein Fehler. Forte. Da ist das Gemüse, da ist links der Baum und da ist der Berg, der die Rechtskurve macht. Aber wenn man nachdenkt, kann man es wirklich, also ich bin ja wirklich drauf gekommen, ohne, das Scheiße, ich bin jetzt zu weit weg. Okay, fand ich interessant. 1-0 für dich. 1-0, wir können noch einen Ort machen. Ja, die sind wirklich alle tot. Jetzt kommt noch mein ganzes Team. Wurde gerade zubaut, genau. Hab einen. Hab noch einen. Ist nicht wieder down? Nee. Ja. Oh, der hat mich auch gefinisht. Aber er ist auch down. Ja, das war ja simultan. Ich hab ihn, der hat mich. Das ist aber echt ein Killfest, ne? Man versucht eigentlich nur die Kills von dem Teammate zu klauen. Runde Nummer 2, zweiter Ort. Die Chance für Bardo, das auszugleichen. Wenn ich denn als erster 2 Punkte hole, habe ich gewonnen. Also ich habe auch Ideen. Es gibt genug kleine Punkte, wo man ansetzen kann und... Okay, der Bus fliegt schon, ne? Nur sind die bei? Ja. Also ich habe wirklich... Ja... Ja... Die Bäume rechts verwirren mich halt komplett. Ich habe 3 unterschiedliche Orte. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo. Bardo wahrscheinlich auch, der fliegt in die gleiche Richtung. Oder der folgt mir einfach nur. Beta, Leute. Forte Beta. Ich bin mir ja unsicher, welcher Ort es ist. Ich glaube, es ist... Also meine Theorie ist, dass es in der Nähe vom Fußballfeld ist. Aber das kann ja auch kompletter Bullshit sein. Welcher Fußballfeld? Da oben? Da. Oh, ja. Aber ich weiß nicht, wo dieser Truck ist. Von diesem. Also im Hintergrund sieht man, also hinter der Zone sieht man so einen kleinen Truck. Links sieht man den Fluss. Aber wo ist denn der Truck? Und die Straße hier sieht verdammt danach aus, ehrlich gesagt. Ja, ich bin auch gerade da. Hä, das ist der Ort. Das ist der Ort, ne? Das ist der. Aber der Truck fehlt. Aber es ist der Ort. Es ist 100% der Ort.
Boah, das hat sich aber geändert. Das hat sich mega geändert. Die das Schilder sind nur... Die Straße läuft doch auch ein bisschen anders von mir. Sicher? Oder aber guck mal, der Baum geradeaus passt. Der Baum rechts passt. Was? Was geht da? Ja, der war super. Der war guter Gegner. Der, das war... Royal Peppel, ja, das ist eines der bekanntesten Pro-Gamer in der ganzen gesamten EU-Szene. Aber das muss der Ort sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Die Zuschauer können es ja mal schreiben in die Kommentare, aber ich tippe darauf. Ja gut, nicht vergessen, irgendwann wurden die Farben angepasst, ne, von dem Grün. Ach, ich glaube, der steht okay. Noch weit, er steht noch weiter oben. Warte mal, ja. Ich glaube hier. Hier auf dem Hügel. Hier wird es mehr Sinn machen. Ne, noch weiter hoch. So. 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 Okay, das macht schon... Das macht deutlich mehr Sinn. Das ist mehr in die Richtung, ne? Ja, das sieht schon viel mehr... Ja, das ist viel... Da passt auch der Berg rechts hier. Der Truck ist weg, aber es ist der Ort. Ach, das ist auch der große Baum. Meinst du nicht, dass der noch weiter rechts ist? Ich würde sagen, der ist noch weiter rechts und weiter hinten. Aber der ist nicht auf dem Hügel, der ist oben drüber. Ungefähr so. Ungefähr so. Hier das ungefähr. Kommt hier, ich hab's. Das ist viel zu weit rechts. Das ist viel zu weit rechts. Ich würde eher sagen, hier macht es mehr Sinn. Hier so... Dann sieht man den Fluss zu sehr. Ja, aber wie willst du wirklich Frame genau den gleichen Ort haben? Weil das klappt doch wenig. Ich würde sagen, das ist ein Unentschieden. Das ist ein Unentschieden. Wir waren jetzt ungefähr zeitgleich hier und wir haben es jetzt zusammengefunden. Ich würde sagen, das, was du hier hast, ist wirklich das, was am nächsten kommt. Ja, ich würde ja auch sagen. Also das, ich würde sagen, das ist ein Unentschieden. Man sieht die drei Tannen rechts. Ungefähr das hier. Runde Nummer 3, Leute. Nächstes Bild, letztes Bild. Steht zwar 1-0, unentschieden. Weil das letzte Bild ein bisschen zu knapp. Weil es so einfach ist. Und das könnte zu einfach sein, aber auch zu schwer. Wir beide wissen, wo das ist. Wir beide wissen aber nicht, wo es ist. Ja, vor allem müssen wir auf die andere Seite fliegen. Ah ja, aber muss... Ja. Ja. Hier geht es jetzt um Tempo. Hier geht es jetzt um Tempo. Wir müssen den Spot finden, wir wissen, wo es ist, aber wir müssen den genau den gleichen Ort finden und schnell sein. Ja, wenn es nicht der ist, müssen wir suchen. Dann haben wir es uns schwer gemacht. Aber wir beide wissen da vorne, ne? Jetzt geht es wirklich um Fallschirmkontrolle, ne? Jetzt. Okay, das ist mein letzter Fallschirm. Jetzt muss ich alles rausholen. Du bist schon unten? Ja, du bist deutlich viel zu weit unten. Ich komme zwar auch nicht direkt dahin. Ja, das ist unsere Hood. Das ist unsere Hood, Leute. Okay, warte. So einfach ist es doch nicht. Also, ich bin am richtigen Ort, aber der Winkel passt noch nicht. Okay, doch nicht so einfach. Fuck. Baro kommt. Doch, ich hab den Ort, ich hab ihn. Sicher? Oh, ja, weil auf dem Bild sieht man den Truck. Guck mal ganz genau hin. Man sieht den Truck hinter der Zone. Das heißt, wo ich jetzt stehe, ist der Truck zu sehen. Aber guck mal hinter der Zone, da steht der Truck. Ja, aber da vorne ist ja noch ein anderer Truck. Ja, aber da steht ja die Schnauze zu ein. Und auf dem Bild ist ja der Rücken zu ein. Also es fehlt auch der Busch. Aber wie gesagt, das kann sich ja ändern. Das hat sich ja von Update zu Update geändert. Das kann ja auch sein, dass ein paar Büsche rausliegen. Aber der Truck passt, das passt gerade. Aber der Busch passt nicht. Und der Stein und der Weg, ne? Ja, das merkt man auch erstmal, was die für Kleinigkeiten überhaupt verändert haben, ne? Da merkt man es, Leute, wie sich die Map eigentlich entwickelt. 100 Pro, weil genau in der Mitte sieht man ja den Mast, der da links steht. Und hinter den Bäumen rechts sieht man die anderen zwei Masten. Ja, stimmt. So, und man sieht den Truck. Wo ist der Busch? Der Busch ist weg. Okay, den Busch kann man ja nicht abbauen. Ich meine, dass der Stein mal weg ist oder die Bäume, kann ich ja verstehen. Kann man ja abbauen. Aber der Busch ist weg. Es war ein Versuch, Testlauf. Könnte ein ganz interessantes und lustiges Format werden, was man bei ein paar Wochen durchziehen kann. Wenn ihr Bock drauf habt, hinterlasst ein Like und ein Abo, Leute. Und schaut bei Baro vorbei. Aber ich würde mal sagen, die Runde geht erstmal an mich.